Wunderschönsten guten Abend wünsche ich. So, heute machen wir mal vor. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Wir werden heute mal Missionen probieren. Mal gucken, wie sich das nur geändert hat mit Patch 3.1. So, schneller laden. Komm schon, komm schon, komm schon. So, was haben wir hier? Arbeitsspeicherauslastung 22 Gigabyte. Läuft. Ich glaube, ich müsste mal meinen Rechner neu starten. Aber das ist jetzt erstmal egal. Prost. Oh, man hört was. Man sieht FPS. Und wir sind online und haben schon Crimestat. Was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen einkaufen gehen. Denn wir haben nur hier so eine Mädchenrüstung. Mädchenrüstung ist nicht so stabil. Ja, mal gucken, ob irgendwer hier. Ja, Leute da. Oh, Ruckel. Claim it. Wow. So. Also wie ihr wisst, neuer Patch heißt, wir resetten mal alles. Das heißt, wir müssen wieder einkaufen gehen. Was hier los? Ist ja unglaublich. So, lass mal checken, Kontostand. 213.000. Also wie ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen Geld dran gescheffelt. Gucken wir mal. So, was wir brauchen sind Waffen. Waffen, Anzüge. Alles Mögliche. Das heißt, wir machen mal kurz überall einen Boxenstopp. Und jetzt hier erstmal ordentliches Schießgerät. Hi, welcome to the store. Hi. Haben wir überhaupt schon Waffen? Sniper Rifle und sowas. Also. We've just received some exciting new products. Have a look. Ja. Dann kaufen wir erstmal zwei davon. Oh mein Gott. Ja, nehmen wir die mal mit. Davon. So. Nehmen wir noch eine Pumpgun mit. Haben wir. Doch, das ist eine Pumpgun. Nehmen wir hier mal noch so einen So.
So, jetzt brauchen wir Munition. Alles Mögliche. Die Lecks sind ja gar nicht so krass. Na, nehmen wir mal 5 Pakete davon mit. So, 3. Es wäre ja so einfach, wenn man das Deckweise kaufen könnte, aber nö. Bin echt mal gespannt, wie dann die Performance mit 3.1 wird. Vielleicht. Nummer 4. Vielleicht. So, 1. Zwei. Drei. Vier. Hau ab. Fünf. I think you're going to be happy with that. Oh ja, ich bin sehr happy damit. Dankeschön. Also ich habe mitgekriegt, je mehr man sich Granaten und Munition dran hängt, desto langsamer bewegt sich dann nachher die Figur oder ist schneller erschöpft. Ich werde schon hässlich. Aber egal. Oh ja, ich bin damit sehr happy. Dankeschön. Ja. Na. In anderthalb Monaten den ganzen Spaß nochmal machen, dann wieder in 3 Monaten, na, mal gucken. 3. Ja. We got a lot of variety. Yeah, na klar. Ich lass mir Zeit, kein Problem. I think you're going to be happy with that. Interessant, dass sie hier Railgun-Magazine haben, aber keine Waffe dazu. Is there anything I can help you with?
Na sicher. Na komm schon, aufhören. We got a lot of variety. Take your time and have a look. Jawohl. Oh, jetzt droppt es ja gerade massiv. I think you're going to be happy with that. Zwei. Drei. Vier. Take your time and have a look. Fünf. Do you need something? Ja, die Funktion, mehrere Magazine auf einmal zu kaufen. Das wäre sehr nett. You've got a pretty good selection. Natürlich machen wir das. So. Magazine sind aufgefüllt. Vielleicht noch eine Handvoll Granaten mitnehmen. Man wollte ja auch nicht wirklich funktionieren. Finding everything all right? Natürlich, sehr schön. Meine. We just got a few new items in, so make sure to check them out. Jawohl. Granaten. Hammer. Alter, wie das leckt. Feel free to take a look around. Ja. We've got a pretty good selection. Auf jeden Fall. Core life, okay. I think you're going to be happy with that. Davon kann man nie genug haben. So. Waffen sollten wir erstmal haben. Achtung, ruckel, ruckel. Raschel, raschel. Ja. Hi, thanks for coming in. Na, freilich. Was ist denn das hier für ein Gaylord-Anzug? Oh, hier wird geschossen. So, irgendwie sind die Texturen nicht richtig geladen, oder? Torso.
Helm müssen wir wie gesagt erstmal testen. Oh, ich will nicht so einen Armeehelm haben. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurz einen Pitstop auf Grimhex. Und dann ab nach Levski. Was fliegt man denn, Leute? What? Wenn der Sky ist. Okay. Bin ich noch gar nicht geflogen. Schauen wir mal, was das ist für ein Bock. D09. Bin ich echt mal gespannt, was das für ein Pott ist. Vom Bambus-Depot müssen wir auch noch gehen. Auf jeden Fall. Gucken, ob man jetzt Schiffskomponenten ändern kann. Ah, stimmt. Das ist das Ding mit nur einem. Mit einem Messer. Einer Klinge an der Seite. Okay. Let me in, please. Nein, da mag ich doch lieber meine Glaive. Screenshot! Wieder gar kein Loch in der Kanone ist. Raketen hängen noch in der Luft. Nett. Nee, das sieht irgendwie so ein bisschen nackig aus, das Gerät. Was zur Hölle? Ein Kartual. Sieht irgendwie aus, als ob da was fehlt an der Kiste. Das ist ja furchtbar. Fünf FPS, gib ihm. Wow, 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 wow. Hat der eigentlich auch zwei S5 Waffen? Ne, doch, ich glaube. Wir werden noch ein bisschen Geld machen gehen. Ja, so eine Conny sieht schon schick aus, muss ich mal sagen. Krass, wie weit der Scheinwerfer geht. Ja,
Ein Aquila ist das. Erkennt man in dem runden Cockpit. Was macht denn die Mustang hier? So, setzen wir mal auf Jela. Okay, interessantes Schussbild. Wunderschönen guten Abend, wer da zuschaut. Oh, haben wir gleich Piraten-Action hier. Wollen wir kämpfen oder wollen wir lassen? Ach, wir kämpfen. Was ist denn hier los? Hallo? Wollen wir die kapern? Wow. Genau, erstmal Raketen. Alter! Das ging schnell. Next! Das war's schon. Okay. Ah, nein, hier geht's weiter. Was bist denn du? Wieso kommen die Piraten mit einer Caterpillar? Da kannst du überhaupt nichts reißen, Alter. Oh. Das ruckelt ein bisschen. Also mit dem Ding hat man denselben Glitch wie mit der Cutlass früher. Du bleibst einfach auf dem Ziel kleben und kannst dich null bewegen. Wow. Und was sagt der Tom? Nö, nicht gehört. Naja. Vor allem die Piraten, die sind hier mit Transportschiffen, Alter. Warum kommen die zum Geier mit Transportschiffen? Na, was für ein Transportschiff gegen einen Jäger machen? So, warte mal, jetzt wollen wir ja nochmal Feuerwerk sagen. Ganz schön. Oh, ich habe mir eine Waffe kaputt gemacht. Raketen gehen auch gut. Hallo, Raketen. Hey Jerry! Ja, danke dafür. Tja, wäre ich schon Twitch-Partner, dann wäre das noch schöner. Aber, ja. Oh ne, das bringt überhaupt nichts hier, mit denen zu kämpfen. Ich flieg mal weiter. Gucken uns nachher mal Arena Commander an. Contact.
Wir haben jetzt nämlich eingeführt, dass man das hier so Piraten in diesem Quantumsprung einfach mal drin sind. Schon 3 Unterbrüche. Sieht lustig aus. Fehlt voll der Flügel, aber es ist so standardmäßig. Ja. Das ist halt so die Anfängerversion und ich habe ja die große davon mit 2 Flügeln. Also hier fehlen vorhin die Texturen, was ist hier los? Blöckster. Der Russe soll mal Discord kommen oder sowas. Oder alle beide. War 9. Ja, was wollt? So, wir wollen zur Grimhex, das ist hinter uns, das ist schön. Krass. Ja, Jerry, ich habe auch gesehen, in Ultraweit gibt es wirklich sehr wenige Streamer, weil es halt nicht so populär ist oder was auch immer. Na gut, die meisten, die haben auch keinen Ultraweit-Monitor. Contact. Alter, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier mit den Texturen los? Jungs, macht mal langsam. Auf jeden Fall. Ultraweit ist geil. So, jetzt muss man erstmal hier Landeerlaubnis beantragen. Oh, sorry, ich bin krank ein bisschen. Ich hatte ja heute mal voll aus dem Latschen geklippt. What? Ja, im Arena Commander funktioniert's auf jeden Fall. Bin ich blöder oder sehe ich das Landing Pad nicht? Ich glaube, die Textur ist einfach nicht geladen. Ah, da hinten. Im Arena Commander habe ich sogar 60 FPS. Das ist der Hammer. Das sieht so geil aus nachher. Der Stromausschalter. Power off. Engine off. What? Egal. Haben wir hier. Cutlass. Ach, naja. Na, guck so. Nein.
Aber mir fehlen ja voll die Texturen. Ich glaube, der Server ist gerade am Sterben. Hört man mich eigentlich gut? Oder nicht so? Sag mal. Oder das Spiel zu laut? Keine Ahnung. Sehr schön. So, gehen wir erstmal Ausrüstung kaufen und dann Pistsch. Böse Jungs Ausrüstung gefällt mir. Hallo, Arme. Wie lange spielst du schon Star Citizen oder spielst du selber nicht und guckst nur? Na gut, spielen ist es ja auch meistens nicht, was man zurzeit macht. So, jetzt müssen wir mal testen wegen Helm. Ne, das ist es nicht. Das Problem ist bei Ultraweit, wenn du hier so einen fetten Helm anziehst, dann fehlt dir die Hälfte im Sichtfeld. Darum muss man mal gucken, welcher hier passt. Nicht kaufen. Soll ich mir das Spielzeug ausrüsten? Der würde gehen. Wie war der? Nee, das ist zu viel Sichtfeld weg. Wollen wir uns den? Nee, das ist scheiße. Ich nehme den Helm. Ah, okay. Ja, auch schon recht alt. Ah, heute leckt's oder was so recht. Oh, komm schon. Ah, ist das zum Kotzen. Wie auch immer. So, dann nehmen wir uns hier mal noch ein paar Waffen mit. Ich sagte, wir nehmen uns noch ein paar Waffen mit. Nehmen wir mal zwei davon. Und zwei davon, weil es schön aussieht. Oh, komm schon, Mann. 5 FPS. Die habe ich, glaube ich, noch nicht in meiner Sammlung.
Warte mal, ich habe noch gar kein Snipergewehr. Snipergewehr? Entschuldigung. Aber spielt es jetzt irgendwie noch aktiv oder auch eher weniger? Ja, das stimmt. Also seit 3.0 oder so, da ist es echt schwierig. Ich muss sagen, im PTU-Bild war es viel stabiler. Wirklich viel stabiler. Also. Voluweb. Hi, Voluweb. Naja, wird knapp mit der Masse an Zuschauern. Aber ich arbeite dran. Egal. Mir macht Spaß, und solange jemand zuschaut, der auch da Spaß dran hat, seid willkommen. Und wenn keiner zuguckt, streame ich trotzdem. So, eigentlich wollte ich ja Missionen machen. Endlich mal. Mal gucken. Aber erstmal müssen wir uns, wie gesagt, ausrüsten. Aber ich glaube, der Server, der ist echt kurz vorm Sterben. Ich werde dann mal nach unserer Einkaufstour, werde ich mal kurz einen neuen Server starten oder halt versuchen, auf einen neuen zu kommen. Und dann hoffen wir mal, dass das fluffiger läuft. Waffen haben wir, Rüstung haben wir. Jetzt fliegen wir noch schnell nach Levski. Voluweb, spielst du auch? Star Citizen? Also heute ist krass, muss ich sagen. 24 GB Arbeitsspeicher Auslastung. Das ist ganz schön eine Nummer. Meine Fresse. Ah, wir holen uns mal eine neue, oder? Was? Destroyed? Was ist hier destroyed? Stand doch gerade irgendwas destroyed. Nein. SPX Clave. Ah, okay. Ja, das ist doch ein sehr... Na gut, man weiß es noch nicht, wie es dann final aussehen wird. Aber im Moment bist du mit jeder Hardware eigentlich am Arsch bei dem Spiel. Ein FPS, okay. Na gut, Notebooks sind auch nicht so gemacht für Spiele. Also du holst ja so eine 3000 Euro Maschine, aber dann holst du ja lieber einen Rechner dafür. Also ich habe jetzt mein System mal aufgerüstet auf dem 8700K. 32 GB RAM und eine 1080 Ti, aber wie ihr seht, es hat absolut nicht viel mit den Specs zu tun. Außer SSD, das reißt nochmal richtig was raus. Oder halt eine M2. Aber so, egal wie viele Kerne du hast und so, bringt alles noch nicht so richtig. Jawohl, wir sehen uns wieder. So, Levski haben wir gesagt.
Ah, falscher Mond. Was ist er denn? Da. Oh, wir kommen jetzt mal ein Stück durch, sehr schön. Ja, auf 3-0. Da hoffe ich auch mal, dass es dann ordentlich vorwärts geht. Hä? Bin ich am falschen Planeten oder was? Ah, sicher. Das hat es auch noch ausgenockt. Kurz Nase putzen? Oder auch nicht. Dem ärgern wir uns jetzt ja nicht rum. Was bist du? Egal, weiter geht's. Ja, ich würde da gerne noch die Woche dort ankommen. Ach egal, schnappen wir uns denn mal. Das ist keine Avenger Stalker. Das Feuerwerk. Ja, mit 2x5 Waffen, die rumpeln ordentlich rein, auf jeden Fall. Warum liebe ich diese Wendeflieger? Obwohl das eigentlich heftig hässliches Schiff ist. Ich mag die Clay viel lieber. Wo sind die Texturen hin? Wo sind sie geblieben? Meter pro Sekunde. Das ist sportlich. Also an alle, die hier neu sind, das Spiel sieht, die Planeten sehen sonst nicht so scheiße aus. Nur heute mal. Ich werde nachher auf jeden Fall mal einen Server wechseln, bevor wir dann mal Missionen machen. Ja, aber wie gesagt, es fehlt ganz schön an Motivation mit den ganzen
Lags und Crashs, die man jetzt so hat, das Spiel überhaupt gerade zu spielen. Aber wie gesagt, ist noch Alpha. Und der beste Alpha bisher. Na gut, der Bild gerade nicht so. Bis 2.6 wurde es auf jeden Fall gut. So, ich muss mal kurz hier Tür aufmachen. Moment. Ah nein, gut. Der Planet sieht schon lustig aus. Super Hornet. Wow. Das machen wir mal weg. Das sieht ja furchtbar aus. Ja, das stimmt. Da ist der recht, Jerry. Krass, man hört die Super Hornet hier fliegen. Der Krater ist weg. So, holen wir uns mal Landeerlaubnis. Jetzt ja unser. Der da. Also so schlimm mit dem Server hatte ich es schon lange nicht mehr. Schön eingeparkt. Na, danke schön. Welche Richtung? So, Speicher. Wo sind wir? Ich glaube, Hangar 3? Keine Ahnung. So, machen wir hin hier.
ob das Monokel mich oder ablegen. Das sieht ja mal voll behindert aus. So, eine Schneipergewehre mit. Das haben wir alles genug. Ja, wir kommen. Ich glaube, Schneipergewehre waren drüben. Ah ne, hier ist eins. Nehmen wir zwei mit. Besser haben als hätte. We just got a few new items in, so make sure to check them out. So, bin ich wieder. Häuchen hat unterbrochen. Da, 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 da. So, Stormtrooper-Ausrüstung. Sandtrooper-Ausrüstung. Nee, wollen wir gucken, wie der Helm aussieht. Auch zu viel. Auch zu viel weg. Ach, die Helme sind alle beschissen. So, Bombenposten-Depot. Egal, machen wir kurz hier raus. Und starten wir auf dem neuen Server. Hoffentlich geht das dann besser. So, in der Zwischenzeit, wer mal Lust hat, kann man bei YouTube in meiner Videobeschreibung, da ist ein Link zu einer interessanten Kickstarter-Projekt. Zu einer Maus, die glaube richtig genial wird. Da hat man noch zwei extra Joysticks an der Maus. Und ich glaube, das Ding wird richtig gut. Wer da Lust drauf hat und vielleicht eine neue Maus braucht, kann sich das mal anschauen. Richtig FPS. 40, 30, 20, 10. Standbild. Oh mein Gott. 8.
Ja, es gibt, also wie gesagt, auf dem YouTube-Link, also auf meinem YouTube-Channel in der Videobeschreibung zu dem Stream, da habe ich einen Link reingehauen. Auf Kickstarter gibt es eine Maus, die hat so Tilt-Joysticks, also du kannst die ganze Maus als Joystick nutzen und am Daumen hast du da nochmal einen extra Joystick. Also ich fliege jetzt sowieso gerade mit Joystick und Maus und so hättest du dann drei Joysticks und Maus zur Verfügung, wenn du unterwegs bist. Das wäre natürlich Oberlecke. Die kommt allerdings erst im Juni raus. Wir sind das immer noch, ist das immer noch derselbe Server? Warte, wir probieren es nochmal. Texturen werden irgendwie nicht geladen. Und ich glaube nämlich, es macht überhaupt keinen Unterschied, welche Region du auswählst, denn wenn du mal oben rechts in die Server Date schaut, die bleibt immer gleich. Das heißt, der Server wird gar nicht gewechselt. Ui, Buck, was geht denn mit dir? Schön, dass du wieder da bist. Nein, zurzeit habe ich niemanden großartig. Außer die aus meiner Gilde, aber die haben auch nicht, oder aus meinem Clan. Aber ja, 3-0 oder 3-0-1 ist gerade ein bisschen anstrengend zum Spielen. Aber wenn du Bock hast, immer rankommen. Hey Jerry, danke fürs Folgen. Wer ist Jack the Ripper? Streamt er auch Star Citizen? Oh, die Texturen werden immer noch nicht geladen. Na egal. Also wie ihr seht, es bringt absolut null, irgendwie Region zu wechseln. Okay, ist mir irgendwie entgangen, Jack the Ripper. Streamt er nur auf Twitch oder auch YouTube? So, ich würde sagen, dann ziehen wir uns mal kurz um. Warte mal, erstmal hier dieses hässliche Monokel weg. Okay, den scheinen ja doch einige zu kennen. Oh, nee. Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal. Sandsoldat-Ausrüstung. Ja, mal angelegt.
Nein, Rödes kenne ich nicht. So, was nehmen wir denn? Wir haben hier ein SMG und vielleicht eine Shotgun. Oder Sniper. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Oder eine Railgun? Jo, mach das. Wir haben keine Shotgun-Munition. Willst du mich rollen? Okay, dann nehmen wir mal. Nein, die kenne ich leider nicht. Wo sind meine ganzen Magazine? Oh, ich werde verrückt. Also gehen wir noch mal kurz hier runter und gucken, ob wir Munition kriegen. Ja, Discord habe ich ja auch. Lauf, Forest, lauf! Echt, Waffen gab's hier oben. Jo, muss man sich mal anschauen auf jeden Fall. Eieiei. Das leckt sich ja was zusammen, das ist ja furchtbar. So, Munition. Hi, welcome to the store. Danke. Wir brauchen alles eigentlich. Oh, jetzt. Wo ist denn ja Shotgun-Munition? Nehmen wir jetzt mal Sniper. Finding everything all right? Good purchase. Aber Hauptsache mein ganzes Geld ist weg, was ich alles schon ausgegeben habe für Munition. Du wärst sehr froh darüber, okay? I think you're going to be happy with that. We just got a few new items in, so Shotgun Battery. Kannst du mal probieren, ich glaube schon. I think you're going to be happy with that. We just got a few new items in, so make sure to check them out. So, wir wollten hier Shotgun probieren.
Jetzt sind sie alle da. SMG Magazin, okay. We just got a few new items in, so make sure to check them out. Jetzt sind sie doch alle da. Okay, muss ich mir nachher mal anschauen, oder? We just got a few new items in, so make sure to check them out. Wir haben Pistolenmagazine. Ich kann mal ein SMG noch reinmachen. Naja, ich habe einen Laptop noch neben mir stehen und einen zweiten Monitor. Feel free to take a look around. We got a pretty good selection. So, das haben wir. Yes, Sir. So, Granaten. Obwohl die ja eh nichts bringen im Moment. Feel free to take a look around. We got a pretty good selection. Good purchase. Yeah, good purchase. So, wir nehmen noch eine andere Waffe, weil die will ich nicht unbedingt verlieren. Finding everything all right? We just got a few new items in, so Ja, rennen wir halt im Schwarz rum, auch gut. Wenn die Helme auf Ultraweit mal nicht so viel Sicht verdecken würden, die großen, dann würde ich ja den nehmen. Mal tauschen. Ups, laggt. Auf jeden Fall müssen sie an der Ausdauer von den Soldaten hier noch arbeiten. Oder irgendwie, dass man Ausdauer steigern kann. Fahrstuhl, komm ran hier. So. Sieht schon lustig aus. Ein kleines Tischfeuer.
Das Geist ja, nämlich. Das ist ja so, was nehmen wir denn mal zur Mission machen? Nehmen wir mal den Baden. Your ship has been delivered to the following landing pad. Wo ist Hangar 02? Und so. Nehmen wir einfach mal den. War sogar der Richtige, sehr schön. Geil, einfach nur schick. Die Partikel hier. So, Waffen sind dran. Sehr schön. Aus wie ein See, wo da eigentlich ein Loch ist. So, brauche Gamma. Ogo einloggen. Jo, Moment, ich mach gleich mal auf hier. Ah, hab's gefunden. Hat einen Grutsch als Bild, oder? So, nehmen wir mal Hybrid Seeds. Sellin. Warte mal, da sind wir noch gerade. Wow, wow, wow. Ne, sind wir nicht. Ich blöde. Ja, was. Quantum travel initiated. Ja, man kann immer noch durch Planeten fliegen. Missile lock.
keine Zeit jetzt für sowas. Quantum Travel initiated. Gott, hier ist ja echt alles im Arsch. Bottom travel complete. 100.000. Dreißig Sekunden Cooldown. Nur wenn man mal 2 Meter geflogen ist. Meine Fresse. Ach Leute, das macht gerade überhaupt keinen Spaß hier mit der FPS zu zocken. Ich werde mal in Arena Commander gehen oder so. Was heißt mit der FPS, mit den Rucklern hier? Quantum Travel initiated. Quantum Travel complete. Vollgas. Es ist so kalt. Zum Glück hört man hier einen Wind pfeifen. In die Kamera geschossen. Ich habe mir heute mal aus dem Rexstore mal 4 solche Gatling Guns geholt. Mal gucken, wie die nachher abgehen. Naja, eigentlich achten sie ja dort auch immer sehr penibel drauf, aber ich glaube, weil das Schiff halt eine Atmosphäre simuliert, denkt das Spiel, du bist ja irgendwo in der Atmosphäre. Also so kommt es mir vor, dass es halt noch nicht so richtig abgestimmt ist. Aber naja, Alpha und so.
Lass mal die Ausrede zählen. Aber egal. Schon interessant ist überhaupt, sich um so, wenn da solche Sachen hier Gedanken machen. Gut, wir sind aufgeschlagen. Ruhig, Brauner, ruhig. Arsch bisschen demoliert. Weiß ich gerade nicht mehr, wo rein müssen. Drüben. Vier Kilometer hat uns hier gerade weggeschleudert. So, aber was auf jeden Fall gut funktioniert, ist das Racing. Das werde ich dann mal morgen wieder Racing Sonntag aufleben lassen. Wird wahrscheinlich der Chris auch mitmachen. Landing Gear deployed. Also dann parken wir hier mal irgendwo ein. Hörst du, hier ist schon wieder Sound weg. Hier ist es schon wieder richtig, wie es sein soll. Moin. Ja. Hallo. Hallo. Aber sag nicht, das geht schon wieder nicht mehr. Oh, ich werd wahnsinnig. Das ist echt das Einzige, was man machen kann, ist ja Cargo Run im BU. Gestern hat es noch funktioniert. Ich werd wahnsinnig. Okay, geht nicht. Dann würde ich sagen, parken wir die Kiste. Oder machen wir noch Primestead weg, parken wir die Kiste und dann ab in den Arena Commander. Warum habe ich meine Tür offen gelassen, Idiot?
Naja, noch einer und der Rest von diesen. Dann kommt der Patch, ja. Vielleicht. Warten wir mal sehen. Es wäre natürlich schön, wenn sie ihre Pläne wahr machen und nicht wirklich jedes Vierteljahr einen größeren Patch raushauen. Engines offline. Engines online. Launch complete. Landing gear retracted. Wir wollten erstmal. War das nicht auch hier? Hm, passt. Genau auf der anderen Seite vom Planeten. Was ist denn hier los? Ich glaube, da muss man mal in Gefechtsbereitschaft gehen. Okay, hier wäre eine Action. Schießt ihr auf mich? Du schießt auf mich. Nein, du schießt nicht auf mich. Der Security Post schießt. Okay, er schießt auch auf mich. Wollt ihr jetzt Ärger haben oder was? Dober Roma. Okay, seid ihr zusammen? Blödsinn. Aber krass, wieso schießt denn der Security Port auf den? Zu hier. Geht nicht, egal. Ach, was hat man hier schon für schöne Gefechte.
Ah, jetzt haben sie unten Löcher reingemacht. Interessant. Das ist auch offen jetzt. So, mal gucken, ob wir noch. Ah, Teamspeak stinkt. So, wir sind wieder safe. Sicher habe ich Teamspeak, aber Teamspeak mag ich überhaupt nicht, muss ich sagen. Egal, mal gucken. Wird geschossen. Na ja, warte. Gucken, was hier los ist. Ah, das sind die Verteidigungsgeschütze. Jetzt gerade wieder was zerlegt. Also Sound ist schon echt geil hier in dem Spiel. Entschuldigung. Na, oh, warte, geht gleich los. Contact. Where? Ready. Jeff, ready. Engines offline.
Launch complete. Landing gear retracted. Ach, jetzt funktioniert es mal nicht mit durch den Planeten springen, okay. Leider kann man noch nicht richtig spielen hier im Universum. Quantum Travel initiated. Ey, aber mein Mauspad ist heute angekommen, was ich mir auf der Homepage bestellt habe. Dieses weiße, das ist übelst genial. Sieht schick aus. Aber was ich ganz schön mies finde im Store, wenn du da Merchandise einkaufen willst, solltest du für jedes einzelne Transportgebühren zahlen. Dann habe ich erstmal ein Ticket gemacht, was das für ein Blödsinn ist. Weil das ist echt Blödsinn. Ich bezahle doch nicht ja 8 Dollar pro Sendung. Ja, warte, ich bin auf seinem Stream. Mal gucken, ob er das ja irgendwo hat. Ich meine, wenn du mehrere Sachen kaufst und dann weiß ich, das ist auf 16 erhöhen oder so, aber wirklich nicht pro Teil, das ist echt zu viel. Würde ich mir nur zwei T-Shirts holen und die haben genauso viel gekostet wie, da hat das, die Versandkosten, hätte ich mir davon noch ein drittes holen können. Das muss nicht sein. Ah, verdammt, das heißt verpasst ja. Mach auf den Schuppen, Junge. Ja, ich sehe schon, sein Joystick. Ich muss sagen, ich werde mir wahrscheinlich von Whirlpool einholen, weil die haben auch Linkshänder. Also ich bin ja kein Linkshänder, aber zum Joystick-Mouse-Setup habe ich halt den Joystick als Linkshand-Edition und die haben halt richtig gute Dinger. Ja,
So, gucken wir mal, wie Arena Commander jetzt läuft. Vor allem haben wir da 60 FPS, das ist viel schöner. Also der Joystick von Whirlpool mit Base kostet irgendwie zusammen $300. Aber das Ding ist echt genial. So, mal gucken, ob irgendwer... Machen wir erstmal eine Runde Wind ist warm. Nehmen natürlich unsere Glaive. Und gucken, ob wer da ist. Ja, ein Schnäppchen. Ja. Holt muss ich auch nicht jeden Tag. Hier, Leute. 59 FPS. Kann abgehen. Aber ist noch kein Spieler da. Haben die sich eigentlich früher auch schon bewegt, die Teile? Aber hier sind auch die Hälfte der Texturen nicht geladen. Ich glaube, ich muss mal das Spiel neu starten. Oder? Gucken wir uns mal kurz hier so einen Asteroiden an. Nee, hier ist auch nichts geladen. Ich glaube, ich werde mal kurz das ganze Spiel neu starten. Machen wir das mal so. Ja, machen wir mal verifizieren. So, gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Jo, ich habe ihm mal Hallo gesagt. Ah, mir fällt gerade noch ein, ich muss mir eine Countermeasures noch setzen. Flight Defense. V und 5. Gut. So, mal schauen, ob hier was geht. Wenn nicht, irgendwer muss einloggen. Texturen sind jetzt da. Oder? Ja. Das ist Jane. Wreck Driver. Das ist eine Wendell Glaive. Initiated. Der hat zwei RAM-Flüge. So, gucken wir mal. Warning. There are multiple hostiles inbound. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass die Piratenschiffe jetzt schlechtere Rüstung kriegen? Also ich finde das nicht schön.
Sieht irgendwer einen Pfeil? Links oben. Lügt mich doch nicht an. Was ist denn jetzt los? Oh Mann. Ja, das ist eines der selteneren Schiffe. Hallo? Cool, wie es dampft. Cool, wie es knallt. Wo ist er denn hin? Da unten. Mit 60 FPS, da sieht das schon ganz anders aus. Na, die haben im letzten Around the World halt gesagt, weil das angeblich jetzt so schwierig ist, die kaputt zu machen, kriegen die halt schlechtere Rüstung. Naja, muss man sich auch erstmal wieder reinspielen. Zero hostile contacts remaining. Stand by for reintegration. Warning. There are multiple hostiles inbound. Systems on. Contact. Contact. Boom. Boom. Kleine Ziegel. Oh Mann, was mach ich denn? Alter, waren ja schon immer so viele in der ersten Welle. Wo ist denn hier der Gegner? Wo ist der Pfeil? Da unten. Sehe nicht, wo ist denn das Schiff, Alter? Nein, bin ich noch nicht. B-
bin noch nicht im Discord. Also ich bin in meinem Discord, aber noch nicht bei ihm. Weil ich muss gerade versuchen zu töten hier. Zero hostile contacts remaining. Contact. Elite units en route. Contact. 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 Ah, Burn. Schönes Feuerwerk. Entschuldigung. Nicht abkacken. Na. Wo ist er? Auf jeden Fall sieht man die Gegner jetzt viel schlechter. Feuerwerk ist schon geil, was die hier machen. Moin, nö. Hier, Ogo, ich brauche einen Gunner. Geil, hier guckt euch mal die Spur an. Ausgenockt. Wow, 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 nein, ich will da nicht durchfliegen. Die Punkte bringen eigentlich nicht viel. Ist halt nur für die Statistik. Next. Hinter mir. Und ne, läuft der 3D-Drucker. Okay. Update ziehen, oder was? Du bekommst Drecks. Also du kannst dir dann in dem Rental Store kannst du dir dann halt Zeug holen. Und dafür kannst du halt Schiffe und Ausrüstung, alles Mögliche. Elite Units eliminated. Warning. There are multiple hostiles inbound.
front crash close. Aber die wollen ja dann hier auch bald ein neues System einführen. Da habe ich noch nicht so richtig, oder mich damit noch nicht so richtig mit beschäftigt. Auf jeden Fall soll es dann weniger Währung geben. Aber jetzt haben wir ja 3. Halt still hier mit deiner Kiste, Mann. Weißt du, wer ist friendly? Und das ist eine Buccaneer, okay. Gekappelt Modus. Der FPS macht das doch. Wow. Mehr Spaß. Entschuldigung. Wo ist er? Unbedingt noch diesen kleinen Ring um die Gegner drumherum. Diese komische Checkbox ist viel zu groß. Man sieht null, wo die Gegner sind. Der hatte keine Lust mehr, wie es aussieht. Jetzt noch so eine VR-Brille dazu und alles ist sexy.
Du schießt hier auf mich oder was hier los? Schieße ich doch gerade zurück. Deine Biatch. Was schießt denn der? Müssen wir da ins Spielfeld Mitte gehen. Was zum Geier? Du siehst die scheiß Flugzeuge nicht. Sieht eigentlich unser Bock aus. Hat noch alles dran. Genau, dieser kleine Kreis. Der hilft doch schon ungemein. Ungemein hilft er. So, wo ist hier der nächste? Gladius, also Dauerfeuer an. Dann gib einen Finger. Contact.
Willst du mich verarschen? Das könnten sie auch mal ein bisschen früher anzeigen. Stand by for reintegration. Jo, Explosionen sehen auf jeden Fall sehr geil aus. Und der Sound auch dazu ist der Hammer. Mich doch nicht an. Eine M50, na dann gib ihm. Stellen wir uns mal an, wie der letzte Anfänger hier heute. Lass uns mal probieren, ob der Bug mit dem Landing Gear noch funktioniert. Ja, er funktioniert noch. Kaputt gemacht. Keine Gatling an mehr oder was? Was war das? Man ist ja gerade mächtig nah an mir vorbeigeflogen. Warning. You are approaching the simulation boundary. Warning. You
You are approaching simulation boundary. Keine Chance, Alter. Lüg mich da nicht an. Der Elite, glaube ich, lebt immer noch. Aber ihr habt auch gerade gesehen, dass die Rakete nach rechts weggeflogen ist, ja? Gehen wir uns mal kurz reparieren. Warum ist mein Pip jetzt weiß? Das weiß ich nicht. Die haben nicht reingeflogen, Mann. Komm, zu reparieren.
hört sich ja nichts bei mir. Hätte ich schon gerüchtet, dass der freundlich war. Approaching simulation boundary. Feels fully charged. This is Jane. Alter, wie verhält denn das Ding aus? Ist ja unglaublich. Mann! Zum Reparieren. Contact.
Ah, alles klar. Die Karre lässt sich gar nicht mehr so schön steuern. Wieso? Peinlich. Leo Buck, schönen Gruß vom Tropi. Der spielt gerade Warframe, hat sich im Discord gemeldet. Das kann doch nicht wahr sein. Kann man denn so oft durch das scheiß Gitter durchfliegen? Ah, ist das peinlich, Alter. Ist das peinlich. Fliegen mit ausgefahrenen Fahrwerk. Macht auch lustige Geräusche, die Super Hornet. Piraten M50. Schon ein bisschen mitgenommen. Hauptsache UII Aufkleber auf dem Piratenschiff. Auch mal nicht schlecht, so die ganzen Animationen zu sehen. Jetzt fliegen sie ja gegenseitig über den Haufen, die Piraten.
Na, ja, noch ganz schönes Feuerwerk, die Buccaneer. Hier die ganze Zeit. Nicht schlecht. Hallo? Glaube ich, ist das nicht eine, nee, das ist eine normale, oder ist das eine Stalker, nicht eine Stalker, sondern ihr wisst schon, die Tarnhornet. Bisschen am Chillen oder was? Das ist nicht, als ob er kämpfen will. Ich hab seine ganzen Waffen halt geschossen an der. Irgendwie schießt die Buckern ja nicht mit ihren Außenwaffen. Auch interessant. Eine Super Hornet mit 4 Gatlings ausstatten. Eine Saber. Und bestimmt lustig. Da brauche ich unendlich viel Munition nochmal. Thank you.
noch mal kurz die Nase putzen. Wie lange die brauchen, ist echt unglaublich. 'Ch mal gespannt, wie das Waffenbalancing aussehen soll, weil das für jedes Schiff halt wirklich nur ein Set hat. Auch wenn sie die balancen, wenn sie die anpassen, gibt immer nur ein Set für ein Schiff. Der fliegt mit Joystick. Entschuldigung. Endlich. Zero hostile contacts remaining. So, kriege ich jetzt noch einen Respawn. Contact. Elite units en route. Nein. Wie sieht's aus mit Ammo-Boxen? Brauchen wir die? Nee.
Gucken wir mal, ob hier was kommt. Hier ist das auf USA. Warum guckt die eine nicht nach unten? Was sagt ihr eigentlich zu dem neuen Design, was sie haben machen wollen? Ich finde das furchtbar. Das hier sieht viel schöner aus. Mal ins Licht gehen. Kommt hier keiner? Hier haben wir nochmal einen Wendel Swarm oder Pirate Swarm. Keine Spieler. Leute, lockt euch mal ein. Irgendwie fehlen gerade die Fluggeräusche. Thank you.
Ich habe Decoupled Royal noch nicht belegt, habe ich gerade gesehen. Hier sind keine Spieler. Machen wir halt eine Runde Singleplayer. Gucken, wie die Eck geht mit dem ballistischen Setup. Swarm initiated. Warning, there are multiple hostiles inbound. Contact. Contact. Kann nicht wahr sein. Then Contacts remaining. So viel Munition verblasen. Warning. There are multiple hostiles inbound. Contact. Ah, Mann.
Das glaube ich units en route. Contact. Chaff drop. Chaff drop. Flare ready. Flare drop. Haben wir keine Munition mehr. Ohne Munition bringt das ja alles nichts. Ja, also ballistisches Setup ist scheiße. Eigentlich mal noch ein paar Waffen kaufen.
Raketen. Raketen kaufen. Aegis Combat Assist activated. Systems green. Vandal Swarm initiated. Contact. Warning. There are multiple hostiles inbound. Contact. Contact. Missile locked. Shields up. Unglaublich, was jetzt los ist. Entschuldigung. Oh. Und tschüss. Kann doch nicht wahr sein. Und tschüss, Star Citizen. Na egal, gut, machen wir Feierabend für heute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Abend.